Ein Grußwort und ein Dankeschön an alle Spender und Spenderinnen, Unterstützer der Cappuccino Foundation. Ich bin jetzt heute hier direkt im Namen von unserer Foundation und kann diese wunderbare Gemeinde hier erleben, wo wir heute ein Drilling live mitbekommen haben, was ein wahnsinniges Erlebnis ist. Und wir wurden empfangen von einer Gemeinde hier mit großartigen Kindern, Menschen, die uns mit offenen Herzen empfangen haben, sich gefreut haben. Und dann standen wir vor diesem Drilling, vor diesem Loch in der Erde erstmal. Und nach ein paar Minuten kam dann dieses saubere Wasser, was am Anfang vielleicht noch ein bisschen sandig war. Und dieses Erlebnis live zu erleben, ja, befördert mich nochmals, Danke zu sagen an alle, die dieses möglich gemacht haben für diese Gemeinde, für die Menschen und vor allem für die Kinder, die davon sehr profitieren. Das Erlebnis hier für die Kinder und für mich bedeutet einfach, dass diese Möglichkeiten, die danach passieren, wenn diese Gemeinde das Wasser zur Verfügung hat, sich so viele positive Dinge im Leben verändern. Die angefangen von der Möglichkeit, dass die Kinder auch zur Schule gehen, nicht mehr dieses Wasser kilometerweit schleppen müssen. Und ich denke mal, das Wichtigste ist, dass die Kinder das erleben, weil unsere Generation hat es so ein bisschen verpasst, diese Sachen nach vorne zu bringen. Und wenn Kinder sich mit dem Thema Wasser beschäftigen, mit Hygiene, dann machen wir diese Welt ein bisschen sicherer, ein bisschen besser. Und in unseren Möglichkeiten machen wir das heute hier direkt vor Ort in Tansania. Und ich hoffe, wir werden noch viele diese Art Projekte umsetzen können. Und deshalb möchte ich nochmals mich ganz herzlich bedanken für die großartige Unterstützung, die wir in Deutschland erleben durften und hier diese Projekte umsetzen können.